Okay, hier steht, oh Mann, ich will gar nicht sagen, was da steht. Ich weiß jetzt, wie das geht. Du sollst hier rausziehen. Und den Boden herausschneiden. Ja, soll, wer kommt denn auf sowas? Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Nö, aber da liegt ein Rezept drin. Lieblingsmittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Joruba, zwei Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Uiuiui. Ui, ui. Okay, wir haben eine Alraune, wir haben ein Taubenei, der Rest fehlt uns noch. Etwas, das Krähen anlockt? Eine Alraune. Eine Alraune? Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine zu. Nein, das ist zumindest kein. Das stand zumindest nicht da drin. Windlingsmittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Joruba, zwei Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern vermutlich alles zusammen. Ja, ja, knutsch mich wieder ab. Jetzt konnte ich wegen meiner Schwester nicht zuhören. Dankeschön. Ich muss dich was fragen. Magische Eiszapfen? Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Sarah, ich muss dich was fragen. Was denn? Mama fragt, wie wann du dein Pillenrezept brauchst. Montag. Okay. Das kommt mit drei Zutaten. Was fehlt jetzt noch? Die Schwester hat mich abgelenkt. Kannst du das nochmal beschreiben? Windlingsmittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Joruba. Zwei Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern alles zusammen. Ja, ich glaube, das eine hat vielleicht. Wir kriegen auch einfach nicht dazu überredet. Aber ich möchte nicht, dass sie sich selbst umbringt. Bald bin ich soweit. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrauen gewinnen. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Kein Unglücksbringer. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass sich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Einen Moment, Gott. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Hm.
So, da bin ich wieder. Musst du kurz was klären. Bis gleich. Ja, jetzt knutsche ich mich auch noch ab. Ey, warum knutscht mich heute alle ab? Weil wir dich lieb haben. Der Seher ist schuld. Olgit wurde verzaubert. Olgit hatte Angst. Okay, ich versuche jetzt mal. Olgit hatte Angst. Du hattest eben Angst. Wer Angst hat, will überleben und handelt ohne nachzudenken. Wie ein Tier, ja? Wie jedes lebende Wesen. In dieser Lage wäre jeder verzweifelt. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Ich weiß nicht. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein... Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrauen gewinnen, Schuld abbrechen. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Sehr schuld. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Kein Unglück. Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Na los, gib mir die Heugabel. Nein. Die Mistforke ist meine Masterfrau. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Ich will nicht, dass er sich selbst ermordet. Mach keine Dummheiten. Nur noch ein paar Arten. Ich würde ihn so gerne retten, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich vermute, der hat vielleicht irgendwas, was wir brauchen können. Ritter Zornbold. Diese seltsamen Krähen. Sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Nach Wimpel fragen. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. So, ich wusste, der gibt uns irgendwas. Ich lasse euch allein. Danke. Ich wusste, der hat was, was wir brauchen können. Rote Krone. Hat er uns das jetzt gegeben? Aber was macht das denn dann? Können wir damit zum König gehen? Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, zwei Unzen Trashbart, etwas, nicht. Das Krähen anlangt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Wo finden wir den Rest? Vielleicht hinten da bei der Höhle? Wir müssen es wenigstens probieren, ne? Zweig. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Brauner Eichenzweig. Uns ein Trashbad brauchen wir. Was auch immer das ist. Nein, nicht in die Höhle. Ich suche etwas. Das. Mal sehen.
Blaugrüne Flechte verwunschener Wald. Das muss eine Transportflechte sein. Ja, okay, wir haben eine Transportflechte. Das heißt, wir können... Natürlich nicht. Nein, wollte ich auch nicht. Ich wollte, dass du nach oben gehst, mein Junge. Ich wollte, dass du das in die... in unsere Gebräu rein... Zwei Unzen Transport? So. Vielleicht muss das ja auch da rein. Das ist ein Eichenzweig. Jeder andere Gast... Ja, ist ja gut. So, und was ist jetzt diese Uga? Das haben wir nicht, das fehlt uns noch. Liegt das hier vielleicht irgendwo rum? Irgendwie, irgendwas. Ich möchte eigentlich ungern nachgucken. Was drin, oder? Okay, jetzt macht er es nur noch auf und zu. Okay, seine Sache muss er selber wissen. Glaskolben mit 4 Zutaten. Scheiße, Mann. Wir brauchen, uns fehlt noch eine, diese Huga. Aber wo finden wir die denn? Geht, der tut mir so leid, auch wenn er so fies zu uns war. Bin ja trotzdem ein mitfühlendes Wesen. Rote Krone. Die obere Hälfte des Stadtwappens von Andergast. Kommen wir da vielleicht damit in die... Nee, wir müssen zum König. Ist hier vielleicht noch irgendeine Zutat? Verlassen. Okay. Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Was ist das? Diese Wurzel hat überlebt. Ja, wäre ich mal früher drauf gekommen. Mein Gott, Sarah, was machst du denn? Schlimm mit dir. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Mann, ey. Manchmal ist man auch so richtig verpeilt, da denkt man einfach nicht daran. So, letzte Zutat. Eine Yoruga? Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Au, heiß! Hat er sich trotzdem genommen, ein Zauberungsmittel. Und was machen wir jetzt damit? Ich habe alle Zutaten. Rezept, rote Krone, braunes Eichenblatt. Rote Krone auf weißem Grund. Jetzt brauche ich noch den grünen Eichenzweig. Wie soll man den braun und den grün kriegen? Ich möchte gern Olgit retten, aber ich kann es nicht. Ich habe schon mehrfach versucht. Wir brauchen grüne Farbe anscheinend. Und brauner Eichenzweig. Aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Für das Wappen brauche ich einen grünen Zweig.
Natürlich nicht. Nein, lass mich doch einfach. Mein Gott. Ein grüner Eichenzweig. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Dann ans Werk. Erst die Krone, dann der Eichenzweig. Wow. Und fertig ist das Banner. So, dann brauchen wir jetzt nur noch aufzuhängen und dann können wir zum König. Dann hoch damit. Eugen konnten wir nicht retten. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Ja. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen, so wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Drängen, Entschlossenheit demonstrieren, keinen Drang vorzeigen. Wenn Nori stirbt, verliere ich das Einzige, was mir geblieben ist. Glaubst du, du allein fühlst Hilflosigkeit und Verzweiflung? Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher. Sieh da! Der König und der Vogelfänger. Komm nicht schon wieder der! Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran, unaufhaltsam. Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig. Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reich bekommen. Nein! Ich werde dich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König. Das ist nicht das Ende, das ich sehe. Nein! Ist er dumm? Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt? Yassi. Ich bin mir nicht mehr sicher. Yassi. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Ich hasse ihn. Gegen Seher argumentieren, Standfestigkeit zeigen. Hör mal das Erste. Nur der Seher selbst beschwört Unheil darauf. Er hat Ritter Eugerich und Magister Dorota ermorden lassen. Wie? Und Winling. Ja. Er hat Noris Heimat ins Unglück gestürzt. Und er hat die Krähen nach Andergast gerufen. Jetzt hat er Nori entführt. Sie muss die Harfe spielen, bis sie zu einer traurigen Fee wird. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits ja? in den Tod geschickt. Majestät, 5 Euro, weil da war kein Kleingeld. Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Ein Moment. Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Entschuldigung. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab 1000 Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten.
Entschuldigung. Ist alles gerade ein bisschen stressig, weil ich gleich weg bin und meine Eltern jetzt, meine Mutter jetzt auch weg ist, weil ich ja gleich noch wegfahre. Weil ich gleich eine Freundin holen kommt. Die Musik erinnert mich irgendwie so ein bisschen an ein Abenteuer auf dem Reiterhof. So an manchen Stellen. Jetzt können wir uns dem... Ach, du bist es nur. Ja. Du? Wir sind es nur. Königlicher Freibrief. Schaut hier. Ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich. Das königliche Siegel. Also gut, Vogelfänger. Tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Ja, tu das doch. Du, was du nicht lassen kannst. Aber wir können da jetzt rein. Ziel gerichtet, Errungenschaft freigeschaltet, ja. Da oben brennt noch Licht. Loch im Boden. Ein Loch, nicht einmal einen Spann tief. Ach, das ist bestimmt ein schönes Thumbnail.